Kapitel 13. Wenn ein Licht erlischt. Es war keine Frage des Ob, es war das Wann. Gegen Asche alleine könnte der Diener Omegons siegen. Definitiv, wenn er nur die Zeit hatte. Doch seine Waffen waren nicht genügend, um mehr als wenige Minuten diesen Zweikampf zu erzeugen. Und danach erstrahlten Abbilder des Vulkanes. Nummern, Stärke, Recht, es alles war auf einer Seite gesammelt. Sogar die Sterne wussten dies. Es interessierte sie nur nicht. Das Sternlicht sieht nicht gut, es sieht nicht böse. Es sieht Ehrlichkeit. Und vielleicht war dies auch der Grund, weshalb es mit der Gestalt des Akani so wenig anzufangen wusste. Denn es gab wohl kein Pokémon, dass das Akani je für seine Ehrlichkeit in Erinnerung behalten würde. Nicht einmal Irlia, die inzwischen seit Tagen jede winzige Veränderung im Kerzenschein ihrer Familie im Forstschrein im Auge hatte. Sie wusste, es geschah vieles. Der Kampf am Zeitturm hatte wildes Zittern kreiert. Sols haarscharfe Flucht hatte aus Flammen Funken werden lassen. Doch als Sakits Kerze aufbrannte, ihre Farbe verlor, in grelles Blau gedüngt wurde. Und als dazu die Spuren eines Kampfes in den Seelen ihrer Söhne brannten. Es fiel Irlia schwer, nicht Schlimmstes zu befürchten. Denn was für sie Schlimmstes war, war die Realität. So lange hatte sie kein Wort von ihrem Partner vernommen. Doch als die Kerze erlosch, war es alles klar. Wortlos blickte Irlia hinab. Ein Wachsgestell, eingeritzt der Name des Pokémon, welches sie durch all seine Fehler hingeliebt hatte. Und vor ihren Augen war das Licht nun erloschen. Was verblieb, war nur eine Kerze. Einsam, kalt, lichtlos. Sakit. Nach allem, was geschehen ist, bist du fort? Ohne dich zu verabschieden, ohne je wieder von dir hören zu lassen. Warum? Warum warst du fort? Wenn nicht für mich, warum bist du nicht für dein Heim geblieben? Es war dir doch immer so wichtig, also warum hast du sie verlassen? Ich habe immer an dich geglaubt, so schwer es manchmal war und ich habe nicht vor, zum Abschied damit aufzuhören. Du hattest eine Mission, du wolltest das Beste. Ich kenne dich, ich weiß das. Sanft hob das Vulnona die Kerze an. Ob du dabei die falschen Wege einschlugst, ich weiß es nicht. Und nun werde ich dich wohl auch nie fragen können, bis die ferne Zukunft uns wieder zusammenbringt. Vielleicht bin ich einfach naiv. Vielleicht etwas verrückt und trotzdem... Eine einsame Träne des Vulnona fiel hinab auf die Kerze. Dampf stieg auf, als sie den noch heißen Docht traf. Kurz glaubte Irlia, dass in diesem Rauch wieder ein Funke entstehen könnte, dass die Kerze doch noch brannte, aber... Dies tat sie nicht. Natürlich tat sie dies nicht. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich weitermachen werde. Es ist wohl wirr, immerhin bist du schon vor Monaten gegangen. Aber bisher konnte ich wohl noch hoffen, ich werde hierbleiben und für unsere Söhne beten, so ich weiß, dass auch du es tust. Wo auch immer du nun bist. Zum ersten Mal verließ das Vulnona ihren Lagerplatz vor den Kerzen ihrer Familie. Denn auch Sakit sollte sich einreihen dürfen, in den Reihen jener, an die das Dorf sich erinnerte. Zur selben Zeit zollten sogar die Söhne des gefallenen Kriegers letzten Respekt. Gerade Asche tat dies eher mit Zurückhaltung, aber Sol hatte fest darauf bestanden, dem Akani ein Grab zu errichten. Bevor dies geschah, hatte Omegon in seiner winzigsten Gestalt das Ergebnis des Kampfes noch... interessiert
betrachtet. Das ist also eure Kraft. Ihr seid mehr, als ich euch zugemutet hatte. Doch versteht meine Worte nicht falsch. Ich mache keine Fehler. Meine Vorbereitungen für euch haben jenes, was ich für nötig hielt, übertroffen. Sackett war enttäuschend. Nicht einmal mit der Macht des Sternlichtes hatte er genügend Potenzial. Es wird mich nicht stören. Ihr wisst nicht, wo euer Ziel liegt und würdet ihr es finden, wäre es für euch unerreichbar. Denn ich kenne nun eure Stärke. Und ich kann besten Gewissens sagen, sie reichen nicht für meine größten Krieger. Also, dreht um oder bereut es. Mehr Worte waren nicht nötig. Den Tyrann selber interessierte der Tod seines Mitstreiters nicht. Für ihn war es nur eine Show gewesen. Eine Show, aus der er Informationen ziehen wollte. Er hatte nichts gewollt als, egal ob in Sieg oder in Niederlage, eine Bestätigung des zukünftigen Sieges, der selbstverständlich war. Er sah nicht die Pokémon, die durch den Kampf litten. Denn dafür war es zu spät. Bald würden sie ohnehin nicht mehr als Erinnerung sein. Es war ein kleines Übel im Angesicht einer neuen, einer wahren Gerechtigkeit. Es war ein weiterer Sieg. Ein weiterer Schritt, durch den Omegons Fall nahte. Aber fühlte es sich wirklich nach einem Sieg an? Was hätte sein können? Durchzog die Luft mit Dicke, was gewesen war, erzeugte Schwere. Gerade in Sol, der weiterhin vergebender blieb als sein Bruder. Hatte es einen anderen Weg gegeben? Ja, aber es war kein Weg, den dieses Team hätte einschlagen können. Sondern alleinig Sakit selber. Lasst uns wieder aufbrechen, wir haben noch etwas zu tun. Wir haben noch einen letzten Kampf vor uns. Auch haben wir aber noch etwas Zeit. Du musst dich nicht zwingen, nun schon zu reisen, damit wir schneller am Ziel sind. Das tue ich auch nicht. Ich will selber weiter. Wenn ich zu viel Zeit in meinen Gedanken habe, schadet es nur. Ich will das hier zu Ende bringen. Um das Pokémon zu werden, das Papa hätte sein können. Wenn er es nur rechtzeitig erkannt hätte. Gut. Wenn du meinst, dann macht euch bereit. Wir brechen auf. Wie weit ist es bis Silberdorf, Darkrai, Funkenherz? 3 Stunden. Höchstens. Wir sollten wachsam sein, gerade falls es wahrlich noch Pokémon dort gibt. Sie könnten in der Nähe wachen. Vielleicht macht es sogar Sinn, sich aufzuteilen. Es ist gerade das Wichtigste, die Umgebung zu sichern. Wenn in Silberdorf jemand ist, dann dürfen wir nicht von außerhalb überrascht werden. Und wenn nicht, dann könnten wir es selber als Lager nutzen, wofür die Sicherheit gut wäre, dass niemand hier ist. Als Gruppe können wir die nötige Fläche nicht abdecken. Und alleine könnten wir auf Gefahren schlechter antworten. Können wir uns wirklich erlauben, im Risiko eines Kampfes aufgeteilt zu bleiben? Auch wenn es riskant ist, hat Funkenherz durchaus einen Punkt. Ein Kampf in kleiner Gruppe wäre uns noch vorteilhafter als ein Kampf aus dem Hinterhalt. Gleichermaßen können wir aber vielleicht auch eine Option zur Zusammenführung im Ernstfall finden. Dann habe ich einen Vorschlag. Sobald wir uns weiter ans Dorf angenähert haben, schlagen wir ein Lager auf. Dort wartet ein Teil der Gruppe und andere brechen zur Suche auf. Dann haben wir einen Ansteuerungspunkt. Sollten wir in eine gefährliche Situation gelangen, haben wir einen festen Ort, an dem wir Unterstützung gewinnen und gleichzeitig können wir dann eine Schichtsuche, durch die wir Tag und Nacht abdecken können, da jeder Pausen bekommt, machen. Vielleicht wechseln wir einfach zwischen zweier Gruppen aus Darkrai und Asche sowie Funkenherz und mir. Latira, du kannst fliegen und hast psychische Kräfte, du kannst vom Lager aus viel überblicken und vielleicht mit Telepathie eine Verbindung zum Suchtrupp aufstellen, falls es nötig wird. Mit der Option hätten wir, glaube ich, viel abgedeckt. Das hätten wir durchaus, ja. Ich plädiere nur dafür, das Lager täglich zu verschieben. Unser Suchradius in dieser Variante ist schließlich durch das Lager limitiert. Sonst decken wir keine Fläche ab. Also,
Wenn wir wirklich das ganze Areal absuchen wollen, dann könnte das dauern. Vielleicht sollten wir so etwas wie eine Routine entwickeln. Ich würde vorschlagen, dass vielleicht von 6 bis 13 Uhr Dakra und Asche auf Tour gehen. Von 13 bis 20 Uhr sind dann Funkenherz und Sol dran. Dann haben wir vielleicht 2 Stunden, um das Lager zu verschieben und 8 Stunden Nachtruhe würden reichen. So können wir drei, Sol, Funkenherz, auch den Emotionskampf noch weiter vertiefen. So gut, wie wir es hinbekommen, solange wir eben hier warten. Gut, dann sind jetzt alle Vorschläge angehört, denke ich. Ist jeder einverstanden? Wir nutzen Latiras Planung, um das Areal zu durchsuchen. Im besten Fall, so hatten wir das ja schon mal vermutet, befindet sich das Herz im Umkreis. Das Ziel ist eindeutig. Omegons Krieger finden. Deswegen dürfen wir auf der Suche keine unnötigen Risiken eingehen. Solltet ihr angegriffen werden, in dem Moment, in dem ihr euch dem Sieg nicht völlig sicher seid, flieht ihr zum Lager. Ich schlage vor, dass wir morgen damit beginnen. Die restliche Zeit nutzen wir heute, um in den Umkreis etwa einer Stunde Fußweg zum Dorf zu gelangen. Die Mission: Erkunden. Wenn man es denn so nennen wollte. In der Aufteilung der Gruppen war ja immer auch ein Pokémon enthalten, welches bereits wusste, wie die Gegend um das Dorf aussah. Aber kannte man wirklich jede Ecke? Hatte man alles gesehen, was ein Herz verstecken könnte? Hatte man jeden Ort bereits durchsucht, an dem heute ein Feind sein könnte? Ein potenzieller Feind? Denn so sehr der Kampf bereits in der Luft hing, wenn es denn irgendwie möglich wäre, wäre das Ziel weiterhin eine friedliche Lösung. So friedlich es eben ginge. Das hieß, Omegons Anhänger müssten verstehen, dass sie im Unrecht waren. Und wer diese Worte nun hört, wird wohl wissen, dieser Fakt und die daraus notwendigen Taten. Sie waren mehr als nur unwahrscheinlich. Wie es bereits der Plan war, sollten es zunächst Asche und Darkrai sein, die die Erkundung begannen. Die restlichen drei Pokémon verblieben, um letzte Verbesserungen an ihren Kampfstil zu bringen. Und ja, gerade Sol beherrschte den Emotionskampf sehr gut, aber Schwächen blieben bei allen. Latira beherrschte prinzipiell jede Emotion. Aber ihre Ausgeglichenheit war ein sehr wankender Faktor, sodass die Nutzung der gewollten Kraft zur gewollten Zeit auf die gewollte Weise teils wirklich sehr problematisch war. Und dummerweise waren eben gerade Stresssituationen jene, die solche Probleme erzeugten. Und der Kampf, der anstand, konnte man wohl kaum als irgendetwas anderes bezeichnen. Funkenherz hingegen hatte deutlich weniger Probleme mit dem Emotionsrad in der Auswahl. Sie schaffte es konsistent, jenes zu erzeugen. Es fiel ihr eher schwer, die Mächte, die man gewann, jederzeit sinnvoll zu nutzen und nicht teilweise die Nachteile gravierender wirken zu lassen als die Vorteile. Ihr Problem lag weniger in technischer Umsetzung als in strategischem Einsatz. Und dann gab es Sol. Sein Problem war der Hass. Punkt. Er konnte 4 Emotionen jederzeit abrufen, wusste, wann sie ihm die besten Vorteile und geringsten Nachteile brachten. Er beherrschte Freude, Liebe, Trauer, Hoffnung. Aber nicht den Hass. Meist schaffte er es gar nicht, diese Emotion zu manifestieren. Und wenn, dann war sie schwach, von kurzer Dauer, brauchte lange, um nachzuladen. Es war eine nicht unbedeutende Schwäche. Denn für einen agilen und in Ausweichkunst erfahrenen Krieger war der Hass vielleicht die Emotion mit dem größten Potenzial, aber es war nun einmal Sol. Das Fukano wusste nicht, ob er überhaupt wahrlich in der Lage war, jemanden zu hassen. Es war einfach nicht in seiner Natur. Er sah in jedem Gutes oder verstand mindestens Gedankengänge. Selbst ein Omegon wollte nur Gerechtigkeit. Ein Sakit kämpfte im Herzen für seine Heimat. Sol konnte ihre Sichten und Taten. Er konnte ihnen entgegenstehen, sie bekämpfen, aber er konnte Hass nicht vor sich selbst rechtfertigen. Denn für das Fukano gab es keine schlechten Wesen. Es gab nur falsche Taten, aus rechtem Herzen. Denn kein Pokémon könnte etwas tun, das es selber
für böse hielt. Wieso denn auch sollte jemand etwas tun, das er selber für schlecht hielt, wenn nicht als Gegenspiel zu einem noch größeren Übel? Und bisher hatte dieses Weltbild ihm auch nie geschadet. Nur hier und heute. Und auch nur, da Hass im Kampf eine Waffe sein könnte. Trotzdem war es ein letztes bisschen Zeit für Training, bevor es zu einem letzten Kampf kommen würde. Und ein wenig gemeinsame Zeit. Natürlich hatten Soll und Funkenherz diese Zeit nicht ganz für sich zu zweit. Dazu flog ein Ion-Pokémon zu viel, aber deswegen war die Zeit ja nicht gemeinsam. Zumal Latira auch eine Freundin war. Aber ein wenig Zeit zu zweit sollte auch noch folgen. Denn bald kehrten Asche und Darkrai zurück. Ohne Funde. Ob Soll und Funkenherz dieselbe Ruhe haben würden?